Hallihallo und herzlich willkommen zu der 14. Folge Stalker Shadow of Chernobyl mit der RMA-Erweiterung und mir, dem Landed. In der letzten Folge sind wir ins dunkle Tal aufgebrochen von der Bar aus über die Müllhalde, haben einen Auftrag leider vergeigt, weil das Spiel komplett gegen mich war. Ja, das Auto ist nicht vorgefahren, was eigentlich sollte, weshalb die Typen auch hinter dem Auto standen und es sehr schwer war, eigentlich unmöglich, die Geisel zu beschützen. Weshalb, ja, haben wir leider Bullet ein bisschen enttäuscht, dem Wächter, der mit uns den Hinterhalt geplant hat, und heute werden wir noch ein paar Banditen antreffen. Und unser Hauptziel ist, nicht zu sterben, denn hier ist es sehr, sehr einfach zu sterben bei den, ja, Close Quarters, das es hier gibt. Ja, unser Hauptziel ist Borrow, dem wir den Schlüssel abnehmen müssen. Ein Teil des Schlüssels für ein unterirdisches Labor. Wie ihr seht, weiß ich schon, wo alle Leute sind. Deshalb, ja, wusste ich, wo der sitzt und alles. So, wir haben hier eine kleine Abkürzung genommen. Offensichtlicher wäre es hier durch den Tunnel zu gehen und dann hier oben rum zu spuken, aber das ist mir zuwider, deshalb werden wir mal schauen, wie wir uns hier anstellen mit unserem Flankmanöver. So. Okay, warum sind hier Benzinfässer? Das macht mir ein bisschen Angst. Puh, da haben wir noch ein bisschen an der Leiter festgehalten. Ach, da oben bist du. Wer schießt da mit seiner MP5? Ich habe keine Ahnung. Hallöchen. Zur Obokan klemmt. Ah, und er überlebt es auch noch. Na gut, dann lass mal liegen. So. Schauen wir mal, was es hier hinten gibt. Nichts. Es sieht aus wie irgendein Behälter und hat dieser Lader wirklich eine Beleuchtung? Sieht das? Aha, wunderschöner Headshot. So. Und der ist gestorben irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal hier hinten bei unserem Kollegen vorbei. Bei Dimu Zerlegi. Wenn ich es richtig ausgesprochen habe in dieser Zeit. So, wir schauen erstmal hier oben auf dem Turm vorbei. So, die Minimap wackelt wie verrückt. Ach ja, hier hinten liegt ja noch einer. Den hätte ich ganz vergessen. So, für alle, die hier den Komplex erkunden, da auf diesem Dach gibt es noch was, sieht man hier. Hier führt eine Rampe hin und hier gibt es noch ein paar kleinere Goodies, die für mich aber keinen, ja, die für mich unwichtig sind. So. Dann kletter mal wieder die Leiter runter. Gut. Und wir sehen, wir sind schon ziemlich nah vor unserem Ziel. Okay. Boah. So, schnell ein Medikit verwenden. Ich weiß jetzt auch, wie man diese Tastenkombination verwendet. So, und jetzt aufpassen, dass wir nicht geflankt werden. Das wäre das Schlimmste. Der Mond scheint mir da ins Gesicht. Okay, wir hören Männeratem. Und werfen an dieser Stelle mal eine Granate. Und tap. Ah, leider nichts gebracht. Sonst schreien sie eigentlich immer irgendwas mit Granato.
Haben wir die jetzt aufgehoben? Ist mir gar nicht aufgefallen. So, an dieser Stelle beeile ich mich mal. Ah, wir haben leider keine Obokan. Ich weiß auch nicht. Okay, ich dachte, da hat mich jetzt jemand angeleuchtet. Ist das hier ein Bug? Habe ich einen Bug entdeckt? Nee. Okay, ist auch egal. Jetzt wird's wieder eklig. Uah. Zack, weg mit dir. Und das müsste eigentlich so gut wie erobert haben. So, der wäre auch Geschichte. Zwei hinter einer. Selbsterbauten Barrikade. So, viel Spaß. So. Einmal die Waffen wechseln. Gut, deine MP5 nehme ich nicht mit. Denn wir wären hier eigentlich noch in einen. In einen Schatzraum gehen, wenn ich das so. Schatzkammer. Puh, von rechts kommt auch noch einer. Oh, der lebt, glaube ich, noch. Der lebt noch. Gut, jetzt sind es noch 8 Banditen. 7 Banditen, Entschuldigung. Ist das Borrow? Ja, ich glaube, das ist er. Der hat nämlich eine Le Ja, es ist er. Gut, Borrow, mein Liebster. Viel Spaß mit der Granate. Ja, es war Borrow. Damit haben wir Borrow getötet. Schön. Fleischklumpen. So. Schauen wir mal, ob hier hinten nicht noch jemand ist. Nein, hier ist niemand. Gut, die Tür ist abgeschlossen. Und der alte Bug, dass man Sachen durch Schränke mitnehmen kann. Ja, genau hier. Schönes Beispiel. Oh, schön. So, was gibt's denn hier noch? Da war noch Munition, hier ist so ein bisschen was Essen. Von dem Essen könnte man eigentlich auch noch was mitnehmen. Ja, wenn man es benutzen könnte. So, noch mal Dosen. Futter geht auch nicht mehr. Waffe wechseln. Der Kiste waren wir. Oh, hier gibt's noch ein bisschen was. Energy Drinks. Ein stylisches Radio auf dem Fensterbrett und Bro. So. Bro ist USB-Stick. Schlüssel. Und damit hätten wir das eigentlich abgeschlossen, aber ich will noch in die Waffenkammer schauen. So, Feuermodus geändert. Wir haben 140 Kilo. So. Fallen lassen. Puh, die Pistolen bräuchte man eigentlich alle gar nicht. So. Ich werfe jetzt schon mal was weg, weil in der Waffenkammer werden wir uns beeilen. Da werden wir so gut wie keine Zeit haben. Deshalb trenne ich mich hier. Oh, fünfmal Munition. Wunderschön. So. Den ganzen Krempel, die wir hier gefunden haben. So. Jetzt aufpassen, dass wir jetzt nicht getötet werden. Das wäre das Schlimmste. So.
Okay. Weil wir so viele Granaten haben. Und ich mir gut vorstellen kann, dass da jemand ist. Okay. Das ist niemand. So, und wir sind in der Waffenkammer. Haha. So, was gibt's hier? Hier haben wir ein bisschen Wodka. Aber auch nur ein bisschen. Wir haben ein paar AKs, ein paar Anzüge, ein paar Granaten und ein bisschen Zeug, was wir noch mitnehmen können. Ja, zu unserem jetzigen Zeitpunkt ist das Zeug ja eigentlich nur für das Geld gut, das wir bekommen durch das Verkaufen. So, den Söldneranzug nehme ich auch noch mit, dem Bandinenanzug lasse ich hier. Braucht man nämlich gar nicht. So, Medikit. Was haben wir hier? Wir haben MP5, das braucht man nicht. Ein paar AKs nehmen wir mit. Wunderschön. Ich werfe nochmal einen Blick drauf. Hier haben wir alles. Ah, in der Kiste waren wir auch schon. Gut. Hätte man eigentlich die Waffenkammer auch erledigt. Und haha, ein schöner Anblick. Gut, das waren nochmal drei Banditen. Hätte ich nicht gedacht, dass ich noch auf die stoßen werde, so wie sie sich mir gezeigt haben. Na, wenigstens war die KI jetzt mal, gut drauf, sag ich mal, dass sie, unachtsam war. Wie ihr gesehen habt, es war ein schöner Anblick. So. Einmal hier runterspringen. Vielleicht nochmal in der Toilette nachschauen. Auch wenn hier nichts drin sein wird. Und, ja. Ach, bei ihm waren wir noch gar nicht. Okay. Okay, so. PDA zeigt mir wieder ein paar Banditen hier an und wir schauen mal bei der Wäch beim Wächter vorbei, der da eingekerkert wurde. So, vielleicht kriegen wir ihn raus. Mal schauen. Hey, Stalker, помоги! Nein, Открой эту es geht чертову noch будку! nicht. Пульт управления находится на стене! Ja, es geht nicht. Schade. Ja, dann sehen wir uns vielleicht später, wenn überhaupt. Ich habe auch keine Ahnung, wo wir hier noch einen Schlüssel herbekommen. So, jetzt wird es nochmal ein bisschen tricky. Genau deshalb. So, jetzt laufen wir nochmal an den Kollegen hier vorbei. Ach hier, gleich mal eine Abkürzung nehmen. Zack, und jetzt sind wir wieder hier. So, dann schaue ich mal, dass wir hier noch das Versteck bekommen. Ja. Im ersten Fass. Ah ne, das ist unten. Okay. Ich dachte, das wäre hier oben. Dann schaue ich mal. Vielleicht mache ich das in der Extra-Runde. So, hier haben wir noch einen Banditen, den wir später im Spielverlauf sehr oft sehen werden. Mit so einem längeren Kittel, brauneren. Oh, ich habe keine Ahnung, was da kommt. Was war das? Okay. Radioaktivität. Ja. Oh, ich mag das Pochen in den Ohren. Das ist sehr atmosphärisch. Und hab, da haben wir auch das Banditenlager geschafft. So. Ich habe keine Ahnung, wo das Versteck sein soll. Eigentlich hätte es unter so einer Treppe sein sollen, aber irgendwie dann auch nicht. Was weiß ich. Und wie schon in der letzten Folge erwähnt, hier wird unser Versteck werden. Da war wieder ein typischer Ruckler drinne. Hier wird unser Versteck werden, dann sammeln wir noch die Artefakte hier ein und wer sieht mich hier? Ich stampf zwar wie so ein Bekloppter hier durch den Sumpf.
Ah, ich denke, es ist ein Bug. Das hat man manchmal öfters, dass man erkannt wurde, wo hier überhaupt niemand ist. So. Ja. Ich weiß, hier kommt man ran an den Lader. Und da unten sieht man auch schon die Kiste. So. Jetzt, entladen wir die ganzen Waffen nochmal nach Möglichkeit. Und brechen dann in der nächsten Folge in das Labor ein. So, mit den Schlüsseln, den wir eben bekommen haben. Zwei Söldneranzüge und hier noch ein bisschen Munition, wunderschön. So, davon brauchen wir auch nicht alles. Medikit 17 Stück. So, MP5 pack mal rein, den Doran, das hier, den ganzen Krempel. 22 Verbände, wunderschön. So, die Pistolen pack mal weg. Die Munition brauchen wir auch nicht. Zack, zack. Das Brot kann weg, die Lebensmittel. So, das zweite Visier. Mondlicht. Hier noch was. Da noch was. Suchen wir uns noch eine schallgedämpfte die ist gut. Und noch eine Schrotflinte. Und damit sollten wir auch für diesen Part fertig sein. Wir haben... Na komm. So. Hier noch zwei Verstecke. Drei Verstecke. Okay. Keiner. Reicht da nicht? Ha. Egal. Wir werden eh noch eine Folge machen, wo wir nur rumlaufen und alles abklappern, was es hier noch im dunklen Tal gibt. Deshalb ist das nicht so problematisch für mich. Ja, das war die 14. Folge Stalker. Shadow of Chernobyl mit der RMA-Erweiterung und mir, dem Landed. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Mit diesen Worten, bis zum nächsten Mal, euer Landed.